Und herzlich willkommen zurück zu Ion. Und ja, wie ihr wahrscheinlich letztes Mal mitbekommen habt, sind wir jetzt eine Deva, eine Unsterbliche. Und ja, wir sind aufgestiegen, haben jetzt Flüge, ein Dämonium bei unserer Ausbilderin. Wir haben den Weg Speerin, also von der Speerin zur Jägerin genommen, nicht zur Assassin, weil die Jägerin hat mir mehr zugesagt. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter, obwohl dieser Glanz hier ja schon ein toller Effekt ist, aber ich würde sagen, wir werden weiter arbeiten hier. Und fasst euch kurz. Asphilumbra. Möge Lady Trinil euch behüten. Ihr erwerbt automatisch neue Fertigkeiten, indem ihr Erfahrungen sammelt und euch weiterentwickelt. Genau, dann bekommen wir nämlich so ein Buch. Vergesst nicht, das Fertigkeitenfenster zu öffnen, wenn ihr eine Stufe aufsteigt. Entsendung nach Altgard. Der Aufstieg findet oft infolge eines Schocks statt. Dieser Schock kann von einer schweren Wunde oder dem Anblick eines getöteten Kameraden ausgelöst worden sein. Das in euch ruhende Schicksal erwacht in solchen Fällen, um der Herausforderung gerecht zu werden und bei den Schädigengebietern ihr bekommt Flügel. Wie war es bei euch, Leonari? Welcher Schlag ließ euch Deva werden? Es war Munin, seine Prophezeiung erweckte mich. Munin? Doch nicht Munin, der in einen Kristall gefangen ist. Jetzt verstehe ich auch, warum es so viele Gerüchte über euch gibt. Ich vermutete bereits, dass es an den Leuten lag, mit denen ihr euch umgabt. Ein Leben als Bandit kann man wohl als zweifelhafte Vergangenheit bezeichnen, doch Munins Worte zufolge kommt geradezu der Blasphemie, wenn nicht sogar dem Verrat gleich. Wisst ihr überhaupt, warum Munin ins Exil geschickt wurde? Es ging um Prophezeiungen über einen 13. imperianischen Gebieter. Einen 13. imperianischen Gebieter? Ja, mehr will ich dazu allerdings nicht sagen. Es gibt einen Grund, weshalb es neben Munins Kristallgefängnis noch weitere leere Zellen gibt. Befreit euren Geist vom Nebel dieser Prophezeiung und konzentriert euch auf das Wesentliche. Ihr müsst euch selbst beweisen. Die Leute hier werden euch erst ernst nehmen, wenn ihr euch als vollblütige Asmodierin bewiesen habt. Ganz besonders deshalb, weil ihr mit ihr wisst schon wem verkehrt. Zum Glück wurde euch schon euer erster Einsatzort zugewiesen. Die Altgard-Festung. Boah, hab ich ein Glück. Das hat man hat mich auch überrascht. Wenn ihr mich fragt, ist Altgard ein viel zu gefährlicher Ort für eine gerade geschlüpfte Deva wie euch? Ja, also Altgard ist schon ziemlich cool, weil das ist so eine Winterlandschaft. Ich finde Altgard richtig schön. Aber was ich am schönsten finde, ist Belusland, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dahin kommen. Aber wahrscheinlich werdet ihr euch hier schon behaupten. Ich vermute allerdings, dass sich die Seelenheiler an euch eine goldene Nase verdienen werden. Ihr werdet sie schon bald anflehen, euch in den Abyss zu schicken. Da bin ich mir sicher. Ihr nehmt diesen Auftrag doch an. Okay. Ja, das ist... Der Abyss ist halt dieser Weltraum, ne? Dieser Spalt zwischen Elysea und Asmodee. Das ist genau die richtige Einstellung. Blut für Blut. Nehmt dieses Empfehlungsschreiben und meldet euch in der Altgard-Festung. Übergebt dort das Schreiben Centurio Maia. Von da an seid ihr sein Problem. Oder er eures. Die Altgard-Festung ist leicht zu erreichen. Redet einfach mit Doman im Tor von Pandemonium. Blut für Blut. Packt es an. Packt es an. Okay, ich packe es an. So, dann will ich erstmal ganz kurz gucken. Das ist das Schreiben. Oh, Empfehlungsschreiben an Maia Centurio, der Altgard-Festung von Tialfi Großtempel. Ich möchte euch eine neue, aber sehr fähige Deva empfehlen. Selbst vor ihrem Aufstieg war Leonari für mutige Taten und Pflichtbewusstsein bekannt. Ich hoffe, ich kann darauf zählen, dass ihr dieser talentierten jungen Deva weitere Gelegenheit zum Lernen bietet, indem ihr ihr Aufträge zuweist. Möge Lady Trinil euch Frieden gewähren. Tialfi. Das ist ja nett gemacht. So, dann würde ich sagen, wir haben hier einen bloßen Langbogen des Karma. Und den werde ich jetzt ausrüsten. Boah, der ist ja
Verzauberungsstufe 10 von 10. Boah, ist der, der ist ja krass. Moment, ich will gucken, wie der aussieht. Oh, ist der cool. Oh, ist der cool. Guckt ihn euch an. Oh, ist der cool. Das ist mein erster Langbogen. Wartet, wie sieht es denn jetzt aus mit meinen... Na, die TP gehen ein bisschen runter, aber... YOLO! Ich will unbedingt mit dem Bogen spielen. Du hast auch eine Aufgabe für mich. Was anderes haben wir nicht, ne? Schade, ich hätte echt mal gerne neue Ausrüstung. Rückkehrstein der Zuflucht. Ich brauche diesen Gegenstand, um die Zuflucht der Rückkehr zu betreten. Durch Doppelklick als Stickwert ist der Zuflucht der Rückkehr teleportiert. Okay. Okay, Rückkehrstein der Zuflucht, einen Würfel oder die Teleporter. Leute, der Zufluss sogar. Okay, das können wir mal machen. Aber ich will jetzt erstmal gucken. Hier, eine Nachricht ist eingetroffen. Unser Beitrag zum Fraktionsausgleich. Um dich im Kampf gegen die gegnerische Fraktion zu unterstützen, schenken wir dir folgendes Item. Bitte beachte, diese Umfrage ist nur einmal pro Server erhältlich. Wenn du sie mit einem anderen Charakter. Ja, ist okay. Viel Spaß. Für 15 Tage haben wir ein Reittier. Ein Pagati Trabanti. Das ist ein Dinosaurier, soweit ich weiß. Der kann auch fliegen, nice. Und Würdis Amulett, das ist, genau, eine Kiste, die drei von Würdis Amuletten enthält, zum Öffnen Doppelklick. Das gibt zusätzliche Erfahrungspunkte. Dann fülle ich das mal aus. Können wir mal gucken. Ja, nice. Es ist ein Saurier. Wie cool. Ja, Mensch. Wir müssen ihm einen schöneren Namen geben als Pagati. Ich glaube, ich nenne ihn Fluffy. Ich glaube, Fluffy ist ein schöner Name, ne? Fluffy ist ein guter Name für ihn. Guter, braver Fluffy. Braver Fluffy. Moment. Das muss ich festhalten. Ah, diese Kamera. Wunderbar. Immer wieder wunderbar. So. Genug Screenshots gemacht. Auf geht's in den Kampf. Seid mir gegrüßt. So. Willkommen, Deva. Ich habe euch erwartet. Lied des Segens. Für die einen hat die Zukunft einen warmen Herd und die Gesellschaft ihres Liebsten vorgesehen. An eurer Zukunft sehe ich allerdings... Entbehrungen und große Gefahren. Es gibt zwar etwas Hoffnung, doch sie ist nicht leicht auszumachen. Die Gabe der Vorhersehung ist ein zweischneidiges Schwert. Was bringt es, die Zukunft zu sehen, wenn man doch keinen Einfluss auf sie nehmen kann? Ich wäre lieber draußen im Abyss, um Elios zu rupfen. Okay, ihr seid jetzt eine Deva und ihr müsst euren Weg gehen, so steinig ihr auch sein mag, wie wir anderen auch. Kann ich mein Schicksal denn überhaupt nicht beeinflussen? Ich kann euch nur sagen, was ich gesehen habe, aber es gibt jemanden, der euch vielleicht helfen könnte. Das Schicksal ist ein zänkischer Händler, aber wie bei allen Händlern kann man seine Händler schmieren. Oh, Hände schmieren, achso. Ihr solltet Agamo aufsuchen, den Deva der Musik. Immerhin ist er in Sachen Schmiere eine der größten Quellen dieser Stadt. Seine Talente sind jedoch unbestreitbar. Vielleicht kann er ja mit seinen Liedern die göttliche Kräfte erreichen, die nötig sind, um euer Los zu euren Gunsten zu wenden. Okay. Gut. Naja, man kann schon was an seiner Zukunft ändern. Es kommt nur drauf an, inwiefern man das möchte, ne? Also, binde ich mich mal hier, wenn ich sterbe, dann werde ich da wieder auferstehen. Ja, es kommt immer drauf an, ob man denn, ja, also die Zukunft kann man schon ändern. Man kann selber dran arbeiten, die Zukunft zur Positiven zu wenden, aber meistens ist die Zukunft, die man bestreitet uneinsichtig und man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Deswegen kann man eigentlich auch schlecht sagen, die sieht ja cool aus, kann man eigentlich auch schlecht sagen, dass man sie zum Guten wendet, weil vielleicht wendet man sie ja auch zum Schlechten. Kann ja auch gut sein, ne? Oh, die Ellie. Bei der gibt's eine Aufgabe? Luna-Auftrag des Luna-Expeditionstrupps. Es gibt unendlich viele Verwendungsmöglichkeiten für den Luna-Würfel. Leonari, Michanerk ist eine furchtbare Person, deswegen bekämpft der Luna-Expeditionstrupp Michanerk
Könntet ihr euch zur Mechanex Waffenfabrik begeben und den Luna-Expeditionstrupp unterstützen, Leonari? Sagt Jay, was Ellie euch, dass Ellie euch schickt. Er wird euch sagen, was ihr zu tun habt. Ja, cool, ja. Glänzende Schriftrollenbündel. Oh, das hört sich gut an. Das werde ich mal machen. Das sind so optionale Quests immer. Kampf gegen, das ist aber Wiederholung, okay. Wiederholungsquests nehme ich nicht ganz so gerne an. Bastion gegen die Seuche, das nehme ich nochmal an. Habt ihr von Dr. Stein gehört? Ja, ich kenne einen Dr. Stein, aber ich glaube nicht, dass du den meinst. Er will die Fähigkeiten der Deva für sich. Dafür hat er Devas entführt und an ihren Experimente... Okay, dann ist es doch der. Und das ist nicht alles. Er hat einen Virus entwickelt, den er in ganz Etrea verbreiten will. Bitte reist zum Höllenpass und helft dort, Leonari. Muss ich jetzt Angst haben, dass mir Zombies entgegenkommen? Muss ich jetzt Angst haben? Jetzt habe ich Angst. Dezent. Hier zieht es ständig. Du bist ja auch an der frischen Luft, Madame. Vor lauter Kälte zittere ich meist am ganzen Körper. Hinzu kommt noch, dass meine Hände so kalt sind, dass ich meinen Stock kaum noch halten kann. Warum seid ihr dann hier? Ich warte auf meinen Sohn. Tränen wegwischend. Schlürft. Mein Sohn sagte, dass er hierher kommen werde. Unser Heimatdorf wurde angegriffen. Seither habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wenn mein Sohn nach Pandemonium kommt, möchte ich die Erste sein, die ihn begrüßt. Deshalb warte ich hier auf ihn. Was macht ihr da? Ihr verwirrt mich. Kann ich denn helfen? Ach, junge Deva, danke. Ihr solltet eure Zeit nicht für alte Leute wie mich vergeuden. Aber wenn ihr doch etwas Zeit erübrigen könntet, würdet ihr mir vielleicht... Okay, diese Stimme ist anstrengend. Ja, das kann ich machen. Das gibt's im Iron Shop. Oh, diese Stimme ist anstrengend. Geh weg. Das Wetter ist so schön. Okay. In diesem schönen Wetter sollte niemand im Krankenhaus liegen. Deshalb tut es mir sehr weh, dass mein Vater dort ist und nicht raus kann. Ich sollte jetzt zumindest leckere Schokolade kaufen, aber ich bin im Moment so beschäftigt, dass ich leider keine Zeit dafür habe. Seid ihr gerade sehr beschäftigt? Oh, ich kann das ruhig kaufen, auch im Iron Shop. Das mache ich doch. Aber das mache ich wahrscheinlich offscreen dann. Das ist nicht so spannend. Okay. Gut. Ja gut, das ist, ich habe keine Punkte, okay. Schokospiel. Ich habe keine Schokotaler, nein, ich will nicht kaufen. Geh weg. Oh. So viel Zeug. Oh. Wir können Stempel erst... okay. Okay. Oh Gott, so viel Zeug. Nein, könnt ihr die nicht ständig verwenden? Achso. Stimmt, ich sitze ja auf einem Reittier. Hatte ich vergessen. Egal. So, dann gehen wir jetzt... Gehen wir jetzt erstmal die Quest hier Pandemonium machen? Ich glaube schon, oder? Lied des Segens. Gehen wir da mal hin. Wir haben ja jetzt ein Reittier, da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Du. Boah. Ein Mech. Hallo. Die Klasse ist auch ziemlich cool. Ein Erdartech, genau. Sie sitzt in einer Mechstrange. Du siehst ja auch cool aus. Oh, du hast voll eine süße Reittier. So süß. Oh, ein kleines Begleiter Katzen. Katzenkönigin. Oh, ist die süß. Hat die auch einen Namen? Mage. Oh. Wie süß. Oder ist jemand ganz grün? Okay. Ich glaube, da sollten wir einfach so hinreisen. Das ist ja nicht mehr weit, ne? Ich glaube, es geht auch sogar. Wartet mal. Was habe ich noch? Oh, wie nice. Guckt es euch an. Ich renne. So, der bei der Musik. Ein guter Tag. Asphelumbra. Ah, seid gegrüßt. Wenn ihr auf eines meiner berühmten Lieder hofft, dann habt ihr wohl Pech. Die Leute behandeln mein Talent wie ein Universalhammer für alle Nägel. Schlichtweg unmöglich. Meine Lieder beziehen ihre Macht von den Shedim-Gebietern selbst.
sie für wohllüstige Zwecke zu verwenden, wäre ein Verbrechen an Asmodee. Grimmelt hat mich geschickt. Grimmelt, sagt ihr? Dann ist es etwas anderes. Und ihr seht, wie soll ich sagen, furchtbar aus. Ihr werdet sämtliche Hilfe brauchen, die ihr bekommen könnt. Du siehst auch nicht besonders viel besser aus. Du weißt schon, dass ich hier auf einem Dinosaurier sitze, oder? Ihr zieht es vor, wenn ich das Lied des Segens einer bestimmten Sache widmen kann. Also, wählt euren Segen sorgfältig. Was darf es sein? Macht oder Wohlstand? Ich nehme mal Macht. Agamo beginnt zu singen. Seine Stimme ist ein mächtiger Tonstrom, der euch zunächst zu überwältigen scheint. Obwohl die Worte undeutlich sind, scheint ein Teil von euch sie doch zu verstehen und durch ihre Bedeutung gestärkt zu werden. Nice. Ich nehme doch gerne ein paar Erfahrungspunkte mit. So. Dann können wir bei ihm noch was machen? Ein guter Tag. Ein Band mit einem Wappen. Dieses Lied sollte besser wirken, wisst ihr. Es ist nicht leicht, wegen jenem... Das ist ja ein cooles Tier. Es ist nicht leicht, wegen jenem Problemchen göttliche Mächte anrufen zu müssen. Ich fühle mich plötzlich ganz schwach. Manchmal bin ich einfach so großzügig, dass ich mich dabei selbst vergesse. Ich sollte mir eine Pause gönnen. Eine Pause von was genau? Wir sitzen doch alle im gleichen Boot, ja? So wie ich die Dinge sehe, seid ihr mir etwas schuldig und ich brauche eure Hilfe. Ich habe dieses Band vor einer Weile in der Arena gefunden. Es sieht wie ein Glücksbringer aus, wenn ihr mich fragt, von einer Frau oder ihrem Liebster in der Arena kämpft. Er muss es wohl verloren haben. Es dürfte nicht allzu schwer sein, den Besitzer auswendig zu machen. Ja und? Ich habe einfach nicht genug Energie, um mich zu bewegen. Dein Ernst? Da mich das Singen für euch so geschwächt hat. Ist es wohl nur fair, wenn ihr mich helft? Ich helfe dir, so viel. Nee, ist okay. Du bist komisch. Du bist echt komisch. Okay. Ich will jetzt aber erstmal ganz kurz gucken. Und zwar im Ion Shop. Ja. Und zwar nach... Oh Gott, wo war das? Unterstützende Items, glaube ich, war das, ne? Hallo? Du bist wohl auch gerade, ja. Stufe 14. Die hat auch sich gerade das Ding abgeholt. Das ist süß. Ich will nach Preis aufsteigen. Dann kriege ich ja die ersten als... Oh, okay. Ich dachte, die wären hier. Charakteranpassung. Ich mache einfach mal auf alle Items. Dann muss ich es ja finden. Und dann... Bitte? Würde ich gerne... Na komm. Na komm, ist okay, ist gut. Du kannst aufhören zu laden. Aufsteigend. Nice. Wir brauchen die Schokolade. Und... Wir brauchen Praxhandschuhe. Und noch irgendwas? Sprecht mit dem Heiloffizier, sprecht mit Jay. Nö. Das ist es gewesen. Da gibt's dann Mules. Das wird auch noch interessant. Dann gehe ich mal zur Briefkasse.
Kisten hier vorne. Die Musik geht auch gerade voll ab irgendwie. Alles nehmen, Mann. Alles nehmen, Mann. So, ich gebe dir dann auch wahrscheinlich gleich. Dann gebe ich die zwei Quests noch ab und dann sind wir auch erstmal durch für heute. Ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. The fuck? Wenn man mit dem Typ hier fliegt. Also, das ist jetzt Gleiten, ne? Ziemlich cool, oder? Yeah. Okay. Gut. Hallo. Oh Gott, jetzt muss ich widersprechen. Junge Leute, seid einfach viel zu viel schneller als ich. Habt ihr die Handschuhe, um die ich euch gebeten habe? Ich überreiche die Praxhandschuhe. Ich bin euch sehr dankbar, junge Leber. Mein Anblick dieser Handschuhe muss ich wieder an meinen Sohn denken. Ich habe früher aus übrig gebliebenen Praxlederstücken Kleidung für ihn angefertigt. Dank euch spüre ich eine ungeahnte Energie in mir. Bitte nehmt dies. Eine alte Frau wie ich kann damit nichts mehr anfangen. Aber für euch könnten diese Dinge noch recht nützlich sein. Oh, ich krieg einen kleinen Schuko-Jungen für 15 Tage. Das ist ja cool. Cool, 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 cool. Dankeschön. Oh, du siehst ja cool aus. So ein Schütze. Ja. Ja, nice. Voll der coole Schütze. Madarik. Das Wetter ist so schön. Oh, ihr könntet die Schokolade so schnell besorgen. Ah, vielen Dank. Es ist zwar nichts Besonderes, aber es ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Kann ich weiterhin auf eure Unterstützung vertrauen? Natürlich. Natürlich. Alles gut. Natürlich. So, dann würde ich nämlich sagen, wir sind für heute erstmal fertig. Und dann würde ich mich verabschieden von euch. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Ion. Bye, bye.